Hab ich. Ja, schön. Mein Timer läuft nämlich jetzt auch, damit ich mal so ein bisschen mit den Überblick habe. Ich habe rausgefunden, Windows hat eine eigene Stoppuhr. Echt jetzt? Ja. Das hat sogar einen Kalender. Ja, aber den benutzt doch keiner. Das ist korrekt. Aber ich bin da. Intro müsste jetzt auch vorbei sein, glaube ich. Nee. Jetzt. Da bin ich aber ganz falsch auf dem Dampfer hier. Kommt zu euch, schönen guten Tag. Mahlzeit. Na, wie ist? Wetter und so, ne? Ja, auch. April halt. Ich bin auch. ja, fast. gefühlt ist ja auch noch März letztes Jahr. Das, ja. Die ganze Lockdown-Scheiße, irgendwie war ja Januar, Februar, März 2021. Schade. Ja, so ungefähr. Und das, ja. Ja, und heute ist auch nicht besser, weil ich bin noch hart müde im Gesicht. Ja, geht. Aber nee, ich war, so. Du warst ja irgendwie um 11 Uhr raus oder so. Wir haben noch bis 2 Uhr gezaubert. Das ist selbst schuld. Ja, ich weiß. Aber ne, die Pflicht ruft. Ich rufe zurück. Pflicht. Die Pflicht ruft. Soll ich die Zentrale rufen? Ja, die Zentrale. Ja, genau. Ja. Letzte Woche hat ja nicht so geklappt, wie wir wollten. Irgendjemand hat da ziemlich einen Mucks gebaut. Oder beziehungsweise, nein, die Technik hat Mucks gebaut. Da kann man ja... Timo hat ja die Schuld schon auf sich genommen. Da will ich nicht noch weiter den Finger in die Wunde legen. Es kam sehr überraschend für mich, weil wir haben die Aufnahme fertig gemacht und danach ist immer so, ich hole mir mal einen Kaffee und schließe mal die Schlafzimmertür wieder auf, damit meine Frau wieder rauskommt und kommt zurück und keiner da. Und will, macht eine Folgenbeschreibung fertig für alle Pipapo, will das Ding hochladen, ist keine Folge da. So. Und dann schrieb deine Frau mir ja in unserer tollen WhatsApp-Gruppe, Timo hat verkackt. Ich hab dir im Discord formuliert. Ich dachte, das siehst du vielleicht ja, als erstes. Nee, Discord hat mir die Nachricht tatsächlich nicht angezeigt, deswegen habe ich es nicht gesehen. Geil. Wie gesagt, also meine Hauptinformationsgehalt kam dann von deiner Frau, Timo hat verkackt. Ich fand's halt auch schön, so schickst eine Folgenbeschreibung, ich denke mir so, wo hat er die denn jetzt gemacht? Auf unserem Haus, da ist keine Folge dafür da. Tatsächlich stand da neue Episode, als ich die gemacht habe. Ja, die neue Episode, ja, das war an sich da. Aber es war halt kein Pfeil hinterlegt. Nee, das habe ich dann auch gesehen. Das habe ich dann auch gesehen, als ich hier runterladen wollte, um die zu rendern. Ja. War nicht zum Runterladen, ne? Diese Stoppuhr macht mich gerade völlig bekloppt. Warum habe ich das gemacht? Das weiß ich nicht. Ah, ist das eklig. Nee, ich mach das wieder zu. Auf jeden Fall machen wir quasi da weiter, wo wir aufgehört haben. Ihr habt es ja alle gehört und deswegen. Nee. Wir haben ja letzte Woche quasi. Das Schema F beibehalten, also das Schema Fragen mit Fenster V, ne? Wir haben uns nur auf eine Thematik geeinigt und uns mal wieder einen wundertollen Fragenkatalog ergoogelt. Ja. Das lief auch ganz gut. Ne? Also die Folge war schon lyrische Hochleistung. Das war schon kurz vor Grimme-Preis, beziehungsweise knapp auch dahinter. Ist es schade, dass ihr das niemals hören werdet. Ja. Ja, also mich wird dann ankotzen, sollst du aber. Ja, mich auch. So, wir müssen jetzt ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Dementsprechend werden wir die Fragen, die wir beim letzten Mal in unserer Schattenaufnahme, da heißt das ja, glaube ich, im Fachjargon, gemacht haben, immer mal wieder mit einstreuen. Wir wissen beide nicht wann. Ansonsten geht es um ein Thema, das uns alle bewegt. Ja, eben nicht bewegt. Das ist alle auf den Stühlen und den Sofas und den Teppichen der Nation fesselt. Und was mich so ziemlich mein Leben, seitdem ich meine Daumen kontrollieren kann, begleitet. Und das war verdammt spät. Also so mit 12. Gerade vor, wie du auf dem Stuhl sitzt, auf deine Daumen guckst und dann so links. Ja. Oder so ein Enlightenment-Moment, weißt du, so das erste Mal einen Controller in der Hand, so die Daumen fangen an zu leuchten, so. Ja, ja. Dafür sind die da. Geil. Ich habe auch, glaube ich, mehr Muskeln in meinem Mausfinger und in meinem Konsolendaumen als im Rest des Körpers. Also die Muskelanzahl ist, glaube ich, gleich, aber das sind meine besttrainiertsten Muskeln. Neben dem Schließer ist egal. So. Ja, nur wenn du einen 12er Daumen hast, ne?
Ein 12er Daumen. Ja. Ein Ja, 12 Finger Daumen. gibt doch hier Louis Vuitton nur für Leute mit 44er Bizeps, ja, und die Ja. Controller sind dann nur für Leute mit 12er Daumen, ne? Ja, richtig. Ganz Ich habe einfach. auch Ge Gewichte an den Analogsticks, damit das so ein bisschen trainiert ist. Egal, komm jetzt. Ah, schön. Hallo, wie der findige Hörer sich denken kann, es geht mal wieder um unser Lieblingsthema Gaming. Wir Ich dachte jetzt haben Politik. Fragen. Käsefondue, Ja, was? Schokolade. Käsefondue-Schokolade? Schon ausprobiert? Ich auch nicht. Nutella mit Käse geht klar, aber warm machen? Nee, lass mal. Jetzt mach was anderes, sonst ist das hier gleich ganz schnell vorbei. Was denn? Beides Milchprodukte. Also Palmöl, Milch, Ersatz, Plastik. Kommt auf den Käse an. Meistens So. Zucker. Ja, viel davon. Genau. Es geht um das Thema Gaming. Wir haben Fragen zum Thema Gaming und wir sind ja mehr oder weniger Experten auf dem Gebiet, wobei es viel auch drumherum geht. Und Wollte ich gerade sagen, ja. also die Fragen sind ja jetzt nicht nur so, was kann das, analysiere bitte, achtseitiger Aufsatz, Präsentation über 20 Minuten über Hör mal dieses auf mit Spiel. Präsentation. Ich muss Ende Juni eine halten. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, wir haben ja auch erst April, haben wir doch schon festgestellt. Ja, richtig. 2020. Richtig. Das ist noch ganz viel So. Zeit. Können wir jetzt mal aufhören hier Ja, und rein in den los. Spaß? Ja, mach doch. Warum denn nicht? Dann mache ich. Okay, alles klar. Was war denn der schönste Videospielmoment deines Lebens? Als ich meine Daumen richtig bewegen konnte, um Controller in Hand zu nehmen. Der schönste Videospielmoment meines Lebens, da fällt mir eigentlich ein, eine spezifische Sache. Ich habe ja relativ spät eine Konsole besessen. Also PlayStation 1 habe ich nie besessen, mit der PlayStation 2 fing das bei mir an und wir reden jetzt Super Nintendo und sowas reden wir gar nicht. Erst von hatte ich das nicht. Da warst du auch zu jung für. Ist ja egal. Ich konnte recht früh meine Daumen bewegen. Und ich weiß noch, dass ich bei meinem Onkel immer eine PlayStation gehockt habe. Und der schönste Videospielmoment, der erste, wo ich mich so wirklich schön dran erinnern kann, ist bei Final Fantasy 8, I think, das erste Mal Shiva beschwört. Und alles ist am Ausrasten auf dem Bildschirm und bah, und ich fand das voll geil. Aber dann PlayStation 2 gekriegt, habe mir erstmal Final Fantasy 8 gekauft. Scheiß auf Fantasy 8 auf PlayStation Blitz. 2 Spiele, erstmal PlayStation 1 Achso, Spiele. stimmt, da gab es ja noch so Sachen wie Rückwärtskompatibilität. Da Ja, gibt es ja ich jetzt musste wieder. gerade. Ja. Das Ja, ist. Shiva war, glaube ich, auch eine meiner ersten Wix vor. Ist egal. Auf jeden Fall, ja, die Animation, die war schon, Ja, ist waren zwar richtig. Polygone, aber die Brüste Ja, waren rund. Da machst du nichts. da machst du nichts, das ist richtig. Ja, aber das ist so, das hat sich eingebrannt. So Final Fantasy, so an sich, also das erste Spiel auf der Konsole wirklich, was ich gespielt habe. Und das hat sich eingebrannt, so das erste Mal die Viecher beschwören, auch Ifrit dann und boah, das war einfach geil. Ja, GFs hießen die da noch zu dem Zeitpunkt, Ja, ich war Guardian mir nicht sicher, Forces. deswegen habe ich mein Maul gehalten. Ja, seit 9 hießen die ja Bestia und seit Final Fantasy 14 heißen die Primae. Genau. Ich hatte Prima im Kopf, aber ich wusste das falsch. Zumindest in Final Richtig. Fantasy 8. Ja, ich habe zwei. Zum einen ist es einmal, das war Lucky Luke auf dem Super Nintendo. Weil das tatsächlich das erste Spiel war, was ich durchgespielt habe. Okay. Und ne, das erste vergisst du nie, ne? Das ist so. Das ist richtig. Frag mich nach meinem ersten Mal in der Kiste, da weiß ich nichts mehr von, aber Lucky Luke am Super Nintendo, den kann ich bis heute noch auswendig. Das ist schön. So, das war so das erste Mal, dass du begriffen hast, so ein Spiel hat auch ein Ende. Ja. Ne? Also Ja. vorher immer so Super Mario und was nicht alles, das war ja so die große Jump-and-Run-Zeit, weil viel mehr konntest du ja mit 32-Bit auch nicht machen. Ja. War immer so, ja, du hast ein Level und bist gestorben und hast ein Level und bist gestorben, kommt noch ein Level und noch ein Level und noch ein Level und ne, und hörte einfach nie auf. Und dann irgendwann auf einmal kam da so ein Bildschirm, da stand Ende. Ja. War zum einen ziemlich traurig, ich meine, Restart war immer geil, aber
Ja, war vorbei. Das war schon eine Erleuchtung. Ja. Ich finde es aber auch, ich finde es aber auch immer wieder gut, deswegen spiele ich so wenig MMORPGs oder sowas. Ich meine, die haben auch ihren Reiz, ne? Aber es gibt ja so gesehen kein Ende, so richtig. Also es gibt kein Bildschirm, wo steht Ende. Ach, ich sag mal so, wenn ich mir so manche Vertreter unserer Zunft angucke, die haben definitiv so ein MMO auch schon mal durchgespielt. Ja. Aber ich finde es halt geiler, wenn du wirklich so, ne, dann ist irgendwas passiert und dann so, herzlichen Glückwunsch, kannst von vorne anfangen, wenn du Bock hast, ansonsten schmeiß weg die Scheiße. Verleih's doch mal. Ja, genau. Der zweite, worauf ich hinaus wollte, ist auch, bezieht sich auch auf den Final Fantasy Teil und das war Final Fantasy X. Und das war ja so damals der große Sprung von PlayStation 1 auf PlayStation 2. Ne? Grafik hat sich verbessert, die Technik hat sich verbessert. Und da gibt es eine Szene, die Ritualszene, die haben auch damals einen Videospiele-Oscar dafür bekommen. Jo, das Ding war so unglaublich hübsch. Oh ja. Also ich habe dieses Spiel bis jetzt, ich glaube, 10 oder 11 Mal durchgespielt, Final Fantasy, ist egal. und jedes Mal kriege ich immer noch Gänsehaut bei dieser Szene, ob ich mir die bei YouTube angucke oder sonst irgendwas. Das ist genial. Geniales Ding. Für damalige Verhältnisse großartig und selbst für heutige Verhältnisse noch super ausgearbeitet. Ja, das stimmt. Das ist echt ein super, super Spiel. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, ne? Ja, richtig. Meistens ist das so. Also, ich weiß ja nicht, ob du mal so einen Podcast gemacht hast. Nee, ist das erste Mal jetzt. Ja. Deswegen frage ich. Beim ersten Mal tut's noch weh. Oh ja. Okay, dann machen wir einfach mit dieser Frage weiter. Wie standen deine Eltern zum Zocken und welche Grenzen und Freiheiten würdest du deinen Kindern in Bezug auf Games lassen? Oh, ich glaube, da mache ich mich. Ja, also meine Eltern, ich hätte jetzt beinahe gesagt, habe ich schon mal erwähnt, aber das war in der letzten Folge. meine Mutter war immer ein bisschen affin dafür. Also die hat auch gerne mal mitgezockt. Es gab da eine Situation, das war damals noch Super Nintendo mit diesem Super Gameboy Adapter. Das war ja auch der technischste Fortschritt überhaupt, dass du Gameboy-Spiele auf dem Fernseher spielen konntest. Völlig am Konzept vorbei, weil Handheld ist Handheld, aber egal. Und da hatte ich so ein Pinball-Game, so ein Flipper-Spiel. Und das habe ich gegen meine Mama gespielt. Und da gab es einen Abend, da haben wir uns da so dran, da reingesteigert, dass meiner Mutter das Essen in der Küche angebrannt ist. Und nicht nur ein bisschen. Also das war, ich weiß noch, es gab Bratwürstchen und die chemische Summenformel dieser Bratwürstchen war hart vereinfacht, die war nämlich nur noch Kohlenstoff. Das ist auch so ein Moment, das hätte ich auch gerade sagen können, aber das werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen. Da war ich, lass mich 8 oder 9 gewesen sein, ne? Aber ich weiß noch, wie meine Mutter, der Super Nintendo stand bei meinen Eltern im Schlafzimmer, weil die da den zweiten Fernseher hatten, da hatte ich noch keinen eigenen Fernseher. Und wir saßen halt auf der Bettkante von dem Bett von meinen Eltern. Und auf einmal rannte meine Mutter los und Scheiße! Und es roch ein bisschen verbrannt in der Küche und ja. Ja. Mein Dad war lange, lange, lange gegen Videospiele. Okay. Der war halt noch so ein bisschen vom alten Schlag im Sinne von, die Kinder sollen rausgehen und sich mit Stöckern und Steinen beschmeißen. Stöckern. Ich habe Stöcker. Boah. Ja, mit die Stöckerses. Die Stöckerses, genau. Ja, ich habe alle Deutschlehrer, die mich jemals unterrichtet haben, mögen mir verzeihen. Die sind schon und auf dem Weg zu dir. Was damals so ein bisschen den Knoten zum Platzen gebracht hat bei meinem Dad, war Gran Turismo. Und zwar, ich glaube, das war der dritte auf der PlayStation 2, ne? Der dritte war auf der PlayStation 2, wenn ich mich nicht erinnere. Genau, Gran Turismo 3. Der hat immer rennsportaffin gewesen, immer für schnelle Autos zu haben. Ich kann dem bis heute nichts abgewinnen. Das ist bei mir so ein bisschen dasselbe wie Fußball, aber da brauche ich mit dir ja gar nicht diskutieren. Richtig. Fußball sind wir uns einig. Ja, im Kreisfahren nicht. Richtig. Und ja, das hat ihn so ein bisschen, auch so, weil das ja auch ein bisschen mehr Simulation war als Rennspiel. Ja. Also auch so mit so, zu dem Zeitpunkt war auch Need for Speed relativ hoch im Kurs, damit konnte der gar nichts anfangen, weil warum sind da andere Autos mit auf der Straße, was soll das? Also im Gegenverkehr, ne? Das konnte der nicht. Aber so Formel 1, Gran Turismo etc. Und da gab es auch eine schöne Kiste, dass damals dir habe ich das schon mal erzählt, meinem Dad der Laptop kaputt gegangen ist.
Dann ist irgendwas umgekippt, drüber gelaufen, etc. Und wir haben das dann so ein bisschen über Versicherungen von meiner Mama laufen lassen. Und da gab es dann ein bisschen Geld dafür, damit mein Dad sich einen neuen Laptop kauft. Und zu dem Zeitpunkt kam Gran Turismo 4 raus, damals für die PlayStation 3. Problem, wir hatten keine PlayStation 3. Dann Mein schon. Dad wusste Bescheid, da ich ja zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen im Internet unterwegs war und ich ihm dann sagen konnte, hör mal, Papa, hier, ne, da kommt ein neuer Teil raus und so. Verließ mein Dad mit den Worten, ich gehe mir einen neuen Laptop kaufen bei Mediamarkt, die Haustüre und kam mit einer PlayStation 3 zurück mit dem Kommentar, damit kann ich auch im Internet surfen. In dem Moment wusste ich, alles klar, Vater. Games haben dich. Ja. Ja, das war so, das, also zu dem zweiten Teil der Frage, mein Gott, heute hole ich aber aus, ne? Welche Freiheiten würde ich meinen Kindern in Bezug auf Games lassen? Ich glaube, da mache ich mich bei vielen, vielen Muttis unbeliebt. Mach. Zock, was du willst, wann du willst, wie du willst. Ja, USK und FSK gibt es aus einem Grund, finde ich bei vielen Sachen auch gerechtfertigt. Aber ich habe es auch gemacht. Ne? Ich habe auch Sachen gespielt, die garantiert nicht für meine Altersgruppe waren. Und ob es mir geschadet hat oder nicht, sei mal dahingestellt, das kann ich selber, glaube ich, am wenigsten beurteilen. Aber ich gehe auch einfach mal davon aus, dass ich zu einem Großteil daneben sitzen werde, wenn meine Kinder jemals zocken sollten. Wobei ich ja immer noch diese Panikvorstellung habe, dass wenn ich jemals mich fortpflanzen sollte, dass meine Kinder sagen, nee, Videospiele sind voll scheiße. Da Ja, ist die dann ist Tür. halt so. Nein, Quatsch. Ne? Oh, da fange ich auch mal an. Wie standen meine Eltern zum Zocken? Mein Vater Rennspiele. Durch und durch. Hat er auch zwischendurch immer noch Spaß dran, aber der war halt nie so, dass er hat sich nie an eine Konsole gesetzt oder so. Der hatte seinen Rechner, der beruflich auch viel am Rechner gesessen und hat anfangs dann hier Grand Prix 3 noch gespielt. Dadurch bin ich halt auch so in diese Rennspielschiene abgedriftet. Oder ich weiß noch, die gute, nicht die Floppy Disk, sondern die große. Datasette. Ja, mit Schach. Mhm. Voll gut. Aber ist jetzt nicht so, dass also meine Mom gar nicht, der war da aber auch immer so, ja, lass den Jungen zocken, ne? Alles cool. Hat auf FSK und USK geachtet, stark. Okay. Bis ich irgendwann ihr mal klar gemacht habe, das ist nur ein Spiel, das weiß ich. Das ist ähnlich wie ein Film. Das, ne, ist nicht die Realität. Ich werde jetzt Und da nicht. durftest du zu Hause Pornos gucken. Nein. Nein, aber dann war es halt irgendwie ein bisschen lockerer. So. Also der Knackpunkt war die FSK 16, sag ich mal, und danach war es eigentlich relativ egal. Ja, mein Vater hat halt immer mal, wenn dann irgendwie ein Rennspiel war oder so, hat er da auch mal zugeguckt oder mal eine Runde gespielt, aber der kommt mit dem Controller gar nicht zurecht. Ja, das war auch ein hartes Stück Arbeit, meinem Dad den Controller klar zu machen. Ja, also, dass er den richtig rumhält, ist schon mal gut, aber dann hört's auf. Nee, aber so, ne, war jetzt nicht so viel mit Zocken bei meinen Eltern. Was für Freiheiten würde ich meinen Kindern geben? Wenn sie zocken wollen, sollen sie zocken, ja. Ich würde das noch nicht mal irgendwie, also ja klar, USK, FSK ist natürlich ein Thema, gibt nicht ohne Grund, ist richtig. Und da würde ich aber auch, ja, kommt das halt vielleicht zum Vorteil, dass ich selbst da auf dem Laufenden bin, würde ich immer schauen, warum ist dieses Spiel jetzt ab 16 oder ab 18? Ne? Und man kennt ja dann seine Kinder, sollte man meinen, und kann die Ja, einschätzen, wie die Sachen aufnehmen und verarbeiten, sag ich mal, vor ne? allen Dingen ist das dann ja auch eine Sache. Klar würde ich einen Vierjährigen jetzt nicht unbedingt The Evil Within spielen lassen oder so. Das meine ich halt so, Genau, aber es ist ja dann auch eine Sache.
Selbst wenn du da zu Hause einen Finger drauf hast, dann sitzen sie bei einem Kollegen, wo die Eltern da nicht drauf achten und zocken da. Wir haben es auch nicht anders gemacht. Ja, ist richtig. Ne? Aber deswegen, Ne? also ich würde da mich gar nicht so versteifen, aber man weiß ja, was die Kinder so Vor allem, verarbeiten ich und habe gerade so das Szenario darf im ich jetzt mal Kopf. ausreden? Warte mal kurz. Ja, komm, mach. Mann, ey. Schon das dritte Mal angesetzt. Und immer wenn ich zum Schluss kommen will, so, nee, ich sag jetzt was. Ja, manchmal muss man das Ende mal rauszögern. Ja, ich würde es halt davon abhängig machen, was dieses Spiel eben die Kennzeichnung gibt. Also, wenn es jetzt pure Gewalt ist, weiß ich nicht, so überzogene Gewalt, Serious Sam oder sowas, dann ist das, weiß ich nicht, dann kann man das machen, ne? Wenn das aber realistische Gewaltdarstellung ist, Beispiel Folterszene in GTA, da musst du schon drauf Ja, klarkommen, ne, sag ich mal. richtig. So würde ich es halt. Ich würde auch sagen, mach FIFA ab 18 durch diese Ja, Glücksspiel-Dinger richtig, das ist so. ja immer noch was anderes. Aber ne, das würde ich halt spielerabhängig machen. Richtig. Ich glaube, dass diese Glücksspielkomponente, die in den letzten Jahren durch Lootboxen und solche Themen immer wieder reingekommen sind, da viel, viel schlimmer sein kann als irgendwelche Gewaltdarstellungen oder sonst irgendwas. Weil im Endeffekt, sobald du. Das ist ja auch ein Großteil dieser ganzen Killerspiel-Diskussion, die wir über die letzten Jahre immer mal wieder hatten. Vielleicht bin ich da einfach vielleicht auch psychisch zu gefestigt, um zu wissen, das sind nur Pixel. Der Problem ist ja immer, Ne? wie ich das nur so mitgekriegt habe, so, ja, wenn du das machst, dann wirst du ja, keine Ahnung. Also ich spiele Battlefield und ich spiele Call of Duty und hast du nicht gesehen, ich kann nicht mit einem M1-Garand umgehen oder so, keine Ahnung. Ich würde mir wahrscheinlich hart die Nase brechen. Oder Richtig. einen Fuß, ich weiß es nicht. Ja, wir haben gestern Abend zwei Runden als deutsche Wehrmacht gespielt und trotzdem bin ich kein Nazi. Ja, genau. Also das ist halt, weiß ich nicht. Diese Nee, das ist Diskussion habe ich halt. damals schon nicht verstanden. Ja, das ist immer eine Diskussion von Leuten, die keine Ahnung von der Materie haben. Ja, genau. Meistens aber auch auf beiden Seiten, aber lass das mal dahingestellt. Richtig. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich glaube, ich habe so ein Szenario im Kopf, so. Kind zockt irgendein, weiß ich nicht, mäßig gewalttätiges Spiel. Du stehst im Türrahmen. Ist ihm gerade der Schädel geplatzt? Ja. Gib mal den Ähnlich. Pet. Und viele Spiele, was man dazu sagen muss, geben ja mittlerweile auch die Option, solche gewaltverherrlichen Darstellungen auszublenden. Ja, zumindest diese extreme Gewaltdarstellung, ne? Das stimmt. Schön war es bei Deadpool, bei dem Videospiel. Wenn du da die Option für Gewaltdarstellung rausgenommen hast, gab es Regenbogen und Einhörner. Ja. Statt Blut. Ja. Ja. Wunderbar. So, machen wir weiter. Machen wir weiter. Oh, nimm dir 2 Minuten Zeit und erzähl die Story des Games nach, das du am meisten magst. Timo, Ich steigst in Auto, fährst im Kreis. hab's. ähnlich. Nein, ich muss ja jetzt unterscheiden zwischen Spielereihe und Spiel. Ne? So. Da steht ja So. Spiel und nicht Spielereihe. Richtig. Spielereihe wäre tatsächlich, setze hier ein Auto, mach das tief, mach das breit und fahr im Kreis. Fertig. Landwirtschaftssimulator. Genau, korrekt. Ah. Die Story des Games, das ich am meisten mag, boah, das ist so, ich kann mich da nicht auf ein Spiel festlegen. Das ist das Riesenproblem. Es gibt, Von mir aus ne? nimm Spielereihe, außer Need for Speed. Naja, gut, dann schmeißt das Magazin da unten rein, sichert sich Waffe und schießt drauf los, ne? Nein. Es ist einfach Final Fantasy und Final Fantasy X ist halt auch einfach der Teil, den ich am meisten gespielt habe. Und die Story da ist wie in jedem Final Fantasy ähnlich, ne? Also, Ja. du bist ein Typ oder mehrere Typen und ich meine, bei Final Fantasy X war es halt Sin, der da böse böse ist. Aber du kannst halt, ich finde auch so, du kannst von Final Fantasy die Story nicht wirklich wiedergeben, weil jedes Spiel so individuell ist irgendwo, obwohl es um das Gleiche geht. Also da muss ich
Find sagen, ich. Doch, kannst du wiedergeben. Kann ich nicht wiedergeben. Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Ansonsten ist Fahrenheit noch ein super Spiel gewesen. Oh ja. Also Fahrenheit mit dem. Oh, jetzt muss ich kein. Er ist ja durch, also der Protagonist durch Mächte, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er nicht ganz sauber in der Biene. Ja. Und verübt halt Morde, aber kriegt das nicht mit, dass er diese Morde verübt. Also kommt quasi erst wieder zur Gesinnung, wenn schon alles vorbei ist. Mhm. Und flieht halt vor allen möglichen Staatsorganen. Und klärt aber in dem Spiel quasi auf, was mit ihm überhaupt los ist. Ich will da nicht spoilern, weil das ist einfach ein geiles Spiel. Das ist so der Vorreiter zu Detroit Become Human, Heavy Rain und Beyond Two Souls. Wem das was sagt, das ist das erste Spiel von denen gewesen. Supergeil. Kann ich nur empfehlen. Ja. Scheiße, das waren 3 Minuten. Ja, so. Die Story des Games, was ich am meisten mag und ja, ferne Zukunft, die Menschheit findet Alien-Artefakte und entwickelt daraufhin den namensgebenden Masseneffekt. die Spielreihe Mass Effect, großartig. Ich weiß die Antwort, GTA. Genau. War zu langsam, mein Mikro war gemutet. Genau. Ja, Mass Effect. Also, ne, die Menschheit findet Alien-Artefakte, entwickelt den Masseneffekt, die der Menschheit halt ermöglicht, sich frei zwischen Galaxien und durch den Weltraum zu bewegen. Daraufhin entdecken sie andere Alienarten, ist auch schön, andere Lebensformen, die sich in einem Konzil, dem Großen Rat, zusammengeschlossen haben und die Menschheit darf halt auf Probe an diesem Rat teilnehmen. Ja, es geht um den Commander D. Shepard. Ich finde das großartig. Der Shepard. Das, einer, der, das Shepard ist der, einer der großartigsten Wortwitze der Videospielewelt. Der eine Bedrohung aufdeckt durch die Reaper, ein uraltes organisches Maschinenvolk, die alle zigtausend Jahre mal wieder auftauchen, um die ganze Galaxie abzuernten und abzufarmen. Wobei ihm keiner glaubt, weil diese Reaper halt immer noch ein Mythos sind und immer in Vergessenheit geraten und ja, er daraufhin sich dran macht, ein Spectre zu werden, das ist so eine Polizeieinheit quasi dieses Konzils und dann als erster menschlicher Spectre quasi diese Bedrohung aufdeckt und so ein bisschen Randale macht im Universum. Ich glaube, das ist so in groben Zügen. Ja, ich habe Mass Effect nie wirklich gespielt, aber ich sag mal ja. Hinsetzen, 6 Zettel aus Stifte mitschreiben. Nein, macht das. Es ist ein Rollenspiel und Rollenspiele sind nicht meins. Wie viele Stunden hast du mit mir in Final Fantasy? Ja, Digga, es ist Final Fantasy. Ja, es ist auch ein Rollenspiel. Du vergleichst gerade hier Need for Speed Rollenspiel mit Formel 1. Formel 1 spiele ich auch nicht. Auch ein Rennspiel. Ist aber kacke. Ganz ehrlich, spiel Mass Effect. Die Storys sind genial. Ja. Ist ja jetzt die Legendary Edition und vielleicht. Keine Werbung. Wenn die müde Mark mal übrig ist, dann ja. Mach ich das mal. So. Weiter. Weiter. Du bist dran, ja. Komm, dann machen wir jetzt noch die und dann. Hast du die Stoppuhr noch an? Nee, die habe ich ausgemacht, die habe ich bekloppt gemacht. Ja, gut, alles klar. Eine machen wir noch. Okay. Welche Fähigkeit oder welches Gadget aus einem Spiel hättest du gerne im realen Leben? Oh, wenn ich spontan antworte, dann kommt mir die Portal Gun in den Kopf. Mhm. Das wäre schon sehr nice. Also gerade so, was die Entfernung zum Kühlschrank angeht. Also die Portal Gun für Unwissende, Portal, großartiges Kniffel-Rätselspiel von Valve. Mit dieser Portal Gun kann man namensgebende Portale öffnen, ein blaues, ein gelbes und die sind immer miteinander verbunden. Das heißt, du schaffst dir damit Durchgänge
in Wänden bzw. auf harten Oberflächen. Ja. Ja. Könnte man eigentlich also, mal wieder spielen, ne? Ja, sind geile Spiele, keine Frage, aber habe ich auch schon echt tot gespielt. Okay. Dann du nicht. Das, was ich gerne hätte, das wäre eher eine Fähigkeit als ein Gadget. Okay. In den Forza-Teilen, das sind nicht die einzigen Spiele, die das können, ja, aber da hast du eine Rewind-Funktion. Ich glaube, Grid kann das auch. Wenn du halt einfach mal hart in die Wand gefahren bist, ja, dann drückst du Y auch bei der Xbox und dann kannst du halt ein Stück zurückspulen und vielleicht auch okay, nochmal 10 Meter vorher bremsen. das hätte ich gerne. So, dann okay, machst du was und dann... Am Autofahren oder generell? Generell. Dann machst du was und, oh, war eine scheiß Idee, ich spule zurück. Ne? So, oh, das ja, war doch die Kernschmelze, warte mal. Doch der andere Knopf. Doch der andere Knopf, ja. Oder, ja, nee, Cappuccino will ich doch nicht, ich spule mal zurück. Finde ich voll geil. Das ist, du brauchst keinen Respawn mehr, wenn blöd war, dann spulst ja, du zurück. Ja, die Frage ist ja dann auch, ne, wie weit kannst du zurückspulen? Also, ich glaube, es gibt da so Momente in meinem Leben, da würde ich schon mehrere Jahre wieder zurückspulen. Ja, nee, also das ist halt, ich sag mal, keine Ahnung, ob es da irgendwie eine zeitliche Begrenzung gibt, aber du kannst dreimal drücken bei Forza und wenn das Blöde schon davor passiert ist, dann hast du halt Pech gehabt. Dann kannst du dem ganzen Ding nochmal zugucken. Ja. Aber ist halt nur so ein Stück, ne? Aber das wäre halt wirklich, um dir ist was Dummes passiert oder so, dann kannst du das halt rückgängig machen, so gesehen. Ah. Das fände ich cool. Ja, wäre nützlich auf jeden Fall. Ja. Oder du so, willst irgendwas Geiles nochmal erleben. Oh ja. Oh, oh ja. Oh ja. Oh Gott. Alles klar. So, dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Ja, haben wir es für heute. Hoffen wir mal, dass die Aufnahme gleich wunderbar funktioniert. Auf jeden Fall. Alles dreimal ansonsten gecheckt. Guckt auf unsere Internetseite. Ja. Ne, immer die aktuellste Folge am Start. Schreibt uns www.kropzeug.de. Da gibt es auch Merch. Wunderbare, tolle T-Shirts. Und Pullover. Und Pullover und Tassen und wir alles. Arbeiten noch an einer Dessous-Kollektion. Ja. Ne, so ein Schießer Baumwollschlüpper mit Eingriff und unseren Gesichtern vorne drauf. Mhm. Mhm. Oh ja. Ja, genau. So, schaut vorbei. Social Media, YouTube, teilen, liken, weitersagen, ihr kennt das. Genau so. Und damit und ist Schluss für heute, ne? In diesem Sinne. Viel geredet. Nix gesagt. Schönen Sonntag noch!